Florian Donderer, 10 Fragen. Florian, was war entscheidend für dich, dass du Musiker geworden bist? Das Umfeld, meine Eltern Musiker, mein Großvater Musiker, alle haben sie irgendwie Musik gemacht und insofern hat sich's natürlich ergeben. Warum ausgerechnet Violine und Bratsche? Naja, also Bratsche ist wirklich Ausnahme, aber Geige, angeblich wollte ich das. Ich erinnere mich aber nicht, es ist ganz lange her. Also ich glaube, es war meine Wahl. Was motiviert dich jeden Tag wieder aufs Neue nach Spitzenleistungen zu streben? Die Frage ist halt, wonach man eigentlich strebt. Also die Spitzenleistung ist sozusagen Voraussetzung dafür, dass man schöne Musik machen kann oder dass man auf höchstem Niveau mit den besten Leuten Musik machen kann. Und da ich mich durch die Musik ausdrücke und die Musik mir so viel gibt und bedeutet, ist das der beste Ansporn, das so gut wie möglich zu machen. Manchmal ist es Hochleistung oder Spitzenleistung und manchmal auch nicht. Was ist deine bevorzugte kammermusikalische Besetzungsform? Ich würde mich da auf keine Besetzung festlegen. Alles, was man gerade macht, und es gibt so viele Möglichkeiten. Es geht immer nur um die Musik. Geht mit jedem Ensemble. Ohne welche KomponistIn könntest du dir die Welt nicht vorstellen? Also als erstes fällt mir immer Bach ein bei dieser Art Fragen und sozusagen der ganze klassische Kanon, den man dann so runterrattern kann. Aber es gibt immer tausend Neuentdeckungen und je nachdem, wo man sich gerade drin befindet, gibt es immer gerade mal einen Lieblingskomponist. Einfach diese ganzen kreativen Köpfe. Welche Musiker sind für dich Idole? Also Idole in dem Sinne habe ich irgendwie nicht. Ich bin auch nicht so ein Geigen-Nerd, jetzt wenn man zum Beispiel von der Geige ausgeht, dass ich sagen würde, ich beschäftige mich damit und ich höre dazu und das ist mein Lieblingsgeiger. Ich habe immer menschliche Vorbilder oder Idole, die meistens um mich herum sind und mich inspirieren. Wie können wir uns deinen Tagesablauf vorstellen, wenn du zu Hause bist? Morgens aus dem Bett raus, um den Kindern beim in die Schule gehen, zumindest eine Begleitung zu sein, obwohl die das eigentlich schon selber machen können. Und dann immer die Frage Büro oder üben oder Haushaltswäsche einkaufen, mag ich nicht. Lauter solche Sachen. Wie wünschst du dir dein ideales Publikum? Es sollte in Resonanz schwingen auf der musikalischen und emotionalen Ebene. Und darum geht's, wenn man Musik macht. Welchen Beruf hättest du gewählt, wenn du nicht Musiker geworden wärst? Irgendwas mit Menschen. Ich habe immer gedacht, wenn ich nicht mehr spielen könnte, würde ich einen Fahrradladen auch machen. Fahrradladen mit einem Café. Genau. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten. Ich glaube, mir wäre sicher irgendwas eingefallen. Aber die Frage ist sowieso Beruf. Das ist so eine alte Erfindung, dass man sich einer Sache widmen muss. Und bei Musik ist es im Moment so, dass man sehr eingleisig fährt. Aber vielleicht könnte man auch ganz viele Sachen machen. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich danke dir.